wie beim Rotwein. Ich trinke nichts, wo man durchschauen kann. Verstehst? Wir wollen uns heute mal vorstellen. Das ist der Klaus Silbers. Und das ist der Edgar W. Wir beide sind verantwortlich für die Skill Software. Skill Software. Innovationen für Ihre Produktivität. Was zeichnet uns als Firma besonders aus? Das hat ein Mitarbeiter der Telekom mir gerade gesagt. Und ich finde das sehr anschaulich. Es ist klasse, dass wir einen Partner haben, der beim Kunden erstmal zuhört, der weiß, dass das wichtig ist, bevor er selbst Lösungen oder vermeintliche Rezepte präsentiert. Denn sie haben bis dahin sehr viele Start-ups vor Ort geschickt zu ihren Kunden, die nach 2 Stunden dem Geschäftsführer bereits mitteilen konnten, dass er bisher alles falsch gemacht hat und sowieso in 2 Monaten disrupted werden wird. Und es bringt auf der anderen Seite den mittelständischen Kunden auch nichts, Strategiespiele zu machen. Das wäre die Alternative bei der Telekom für andere Bereiche gewesen, sondern erprobte Lösungen, die beim Mittelständler bereits eingeführt sind und dennoch regelmäßig erweitert, ergänzt, an den Bedürfnissen entwickelt werden und die technischen Innovationen aufnehmen. Wir nutzen neueste Technologien in der Softwareentwicklung, um für unsere Anwender neue Produkte entsprechend ihren Anforderungen zu gestalten. Aus unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden in unterschiedlichen Projekten, mit unterschiedlichen Anforderungen, ist ein großer Pool an Modulen entstanden, die wir schnell und zielorientiert in Projekten für Kunden zusammenführen können. Unser Fokus liegt auf mobilen Anwendungen für Handys, Smartphones, Tablets, egal ob iOS oder Android. Als Unternehmen sind wir nicht brandneu am Markt. Wir sagen gerne mal das älteste Start-up. Das meint 2 Dinge. Wir sind sehr erfahren. Wir haben schon viele 100 Projekte erfolgreich realisiert und leben auch heute sehr stark von den Empfehlungen unserer zufriedenen Kunden. Wir hören zu, wir versuchen die Probleme zu erkennen und zu lösen und wir sind dennoch innovativ und vereinen die beiden vielleicht widersprüchlichen Pole Erfahrung und Innovation. Ich mag es besonders, wenn in Projekten nicht nur die technischen Anforderungen an die Softwareentwicklung vorhanden sind, sondern wenn es gerade darum geht, auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse und prozessuales Verständnis in eine Lösung zu überführen. Das heißt, nicht nur rein technisch Dinge umzusetzen, sondern wirklich gesamtheitlich den Prozess zu verstehen und daraus die optimale Lösung für den Kunden zu bauen. Mir macht es Spaß, Probleme zu lösen, zu tüfteln, bis eine gute Lösung oder ein gutes Ergebnis da ist und die dann auch praktisch umzusetzen und mit den Kunden wirklich so auf den Punkt zu bringen, dass man selbst überrascht ist, was damit alles machbar ist. Übrigens, wir sind auch dieses Jahr auf der BIM World in München, die vom 23. bis 24. November stattfindet. Laden euch dort gerne ein. Wir zeigen natürlich Baudoc und TechDoc 4.0, mobiles Facility Management und Georeferenzierung für den Flächenbau und andere Innovationen. Wir haben dort einen Vortrag, einen eigenen Stand. Freuen uns, wenn ihr kommt.